Jetzt machen wir es mal konkret. Jetzt fangen wir mal wirklich an, uns einzelne Gatter anzuschauen, wie die tatsächlich aussehen. Wir beginnen mit dem einfachsten Fall von Gattern, die auf ein einzelnes Qubit wirken. Wir haben ganz allgemein diese Struktur, also sie führen eine Transformation durch. Wir haben ja schon besprochen, im Kreismodell ist das eine Drehung oder eine Spiegelung. Wir haben also ein einzelnes Qubit, das geht in das Gatter rein, in einem bestimmten Zustand, Psi, läuft durch dieses Gatter und der Output dieses Gatters ist das Qubit in einem transformierten Zustand. Und diese Transformation geschah entweder im Wege einer Spiegelung oder im Wege einer Drehung. Ja, und so kommt das Qubit dann raus. Es gibt so ein paar Standardtransformationen, die immer wieder vorkommen und die, sagen wir mal, zu diesem Standardsatz an Gattern gehört, aus denen man sich Schaltkreise baut. Da ist zum einen das sogenannte X-Gatter oder auch quantenmechanische Not-Gatter. Ich erkläre gleich warum. Da gibt es zwei mögliche grafische Darstellungen, also entweder so ein Block mit einem X drin oder wie so ein Plus, so ein eingerahmtes Plus. Und das macht Folgendes: Das spiegelt an der horizontalen Achse. Das führt insbesondere dazu, dass der Nordpolzustand, und das war ja unser Basiszustand 0, gespiegelt wird zum Südpol, dem Basiszustand 1 und umgekehrt. Also 0 wird 1 und 1 wird 0. Deswegen sagt man, das ist die Verallgemeinerung des klassischen Not. Ein zweites häufiges Gatter, das ist das Y-Gatter, ist im Kreismodell eine Drehung um 180 Grad. Und das Z ist im Kreismodell eine Spiegelung an der Nord-Süd-Achse, an der vertikalen Achse. Diese drei laufen auch unter der Bezeichnung Pauli-Gatter, also fasst man zusammen als sogenannte Pauli-Gatter. Auch da kommt dann der Hintergrund dieser Bezeichnung und so kommt dann ein bisschen später, wenn wir in die Mathematik tiefer einsteigen. Und ein viertes häufig verwendetes Gatter ist das sogenannte Hadamard-Gatter, wird mit einem H bezeichnet und bewirkt die Spiegelung an der Diagonalen. Und diese Operation, diese Spiegelung an den Diagonalen, die haben wir letzte Woche auch kennengelernt im Zusammenhang mit BB84. Ne, da haben wir das halbe Lambda-halbe Plättchen verwendet. Alice und Bob und später auch Eve haben Lambda-halbe Plättchen verwendet, um ihre Basis zu wechseln. Und das Lambda-halbe Plättchen hat im Kreismodell genau diese Operation durchgeführt. Das, was das Hadamard-Gatter macht. Sie sehen hier schon, das ist eine ganze Menge von Gattern und da gibt es auch noch beliebig viele mehr. Klassisch gab es nur ein einziges interessantes Ein-Bit-Gatter, nämlich das Not-Gatter. Mehr Möglichkeiten gab es nicht. Mehr interessante Operationen auf einem einzelnen Bit gibt es klassisch nicht. Aber auf einem quantenmechanischen Bit haben Sie viel mehr Möglichkeiten, was Sie da für Transformationen ausführen können. Ja, also das sind jetzt vier Beispiele, sehr vier gängige Beispiele, aber prinzipiell gibt es da noch wesentlich mehr. An dieser Stelle würden wir gerne Ihnen ein erstes Tool vorführen und diejenigen, die Ihren Laptop dabei haben, sind herzlich eingeladen, den jetzt aufzuklappen. Und das ist ein Tool, das wird von IBM zur Verfügung gestellt und das erlaubt es Ihnen, aus diesen Gattern Schaltkreise zu bauen. Und da sehen Sie links hier so eine Palette mit allen möglichen Gattern.
Das sind jetzt viel mehr drin als die, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir kommen Schritt für Schritt, wenn wir da mehr Gatter einführen. Aber Sie erkennen die, die ich Ihnen genannt hatte. Sie haben hier dieses ganz oben links in Rot, das Hadamar-Gatter. Sie haben dann rechts daneben das Not- oder X-Gatter. Und dann haben Sie in der zweiten Zeile haben Sie hier das Z-Gatter und in der vorletzten haben Sie auch das Y-Gatter. Also sie sind alle vertreten und hier in Grau haben Sie auch das Mess-Gatter. Und hier sind jetzt schon mal vorbereitet 4 quantenmechanische Bits und unten noch ein klassisches Bit. Und da könnten wir jetzt mal anfangen, ein bisschen mit zu spielen. Ja? Also, ich sollte Ihnen noch sagen, ganz am Ende rechts haben Sie hier diese 4 grauen Scheiben. Und diese 4 Scheiben, die ja, stellen bildlich den Zustand dar, der am Ende herauskommt. Dieser Quantencomposer, der visualisiert die Zustände von quantenmechanischen Bits etwas anders, als wir das hier gemacht haben mit dem Kreismodell. Hier sehen Sie nochmal das Kreismodell als Startpunkt. Und in dem Quantencomposer werden also die Basiszustände 0 und 1 visualisiert als graue bzw. blaue Scheibe. Grau ist 0, blau ist 1. Und jetzt der Plus- und der Minuszustand werden visualisiert als so halb blau, halb grau. Wobei der Pluszustand, da ist dann auf dieser Scheibe ist noch wie so eine Art Zeiger. Und bei dem Pluszustand zeigt der Zeiger nach rechts, bei dem Minuszustand zeigt der Zeiger nach links. Kann man sich als Eselsbrücke so ein bisschen so merken, der Pluszustand ist in der rechten Hälfte des Kreises, der Minuszustand ist in der linken Hälfte des Kreises. Bei einem beliebigen Zustand, wie dieser rote hier, da ist das eine Scheibe, die hat einen gewissen Blauanteil und einen gewissen Grauanteil. Es ist so, je näher man an den Nordpol kommt, an den Basiszustand 0, umso größer wird der Grauanteil. Je näher man an den Südpol kommt, umso größer wird der Blauanteil. Und auch hier ist es so, wenn der Zeiger nach rechts zeigt, dann ist man sozusagen in der rechten Hälfte des Kreismodells. Wenn er nach links zeigt, ist man in der linken Hälfte. Und die, sagen wir mal, die relative Höhe des grauen Teils und des blauen Anteils, die hat etwas zu tun mit der Wahrscheinlichkeit. Wir hatten ja im Kreismodell mal eingeführt, wenn Sie jetzt an diesem roten Zustand eine Messung durchführen und fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt das Ergebnis 0 heraus, das also dem Nordpol entspricht, dann konnten wir das grafisch so visualisieren, dass wir gesagt haben, wir projizieren diesen roten Punkt auf die Nord-Süd-Achse und die Höhe dieses grauen, dieses fetten grauen Balkens ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ich das Ergebnis 0 bekomme. Und die Höhe dieses grauen Balkens ist auch in dieser Scheibendarstellung gerade die Höhe des grauen Bereichs. Ja? Ist halt nur jetzt sozusagen von oben aus gemessen und nicht wie bei uns von unten aus gemessen. Aber Sie können auch in diesem Scheibenmodell, also die Höhe des grauen Bereichs ist die Wahrscheinlichkeit für Messergebnis 0 und die Höhe des blauen Bereichs ist die Wahrscheinlichkeit für Messergebnis 1 in der Standardbasis. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz zurück in das Simulationstool. Und da sehen Sie jetzt rechts, alle Qubits sind im
Standardzustand, im Basiszustand 0. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Not oder ein X hier reinschiebe, dann ist hinterher das Qubit im Basiszustand 1. Wenn ich bei dem zweiten Qubit ein Hadamard-Gatter einschiebe, in welchem Zustand ist dann das Qubit? Was würden Sie sagen? Im Pluszustand. Genau, das ist Spiegelung einer Diagonale, das gibt dann den Punkt ganz rechts, das ist der Pluszustand. Und in der Tat, ja, wird jetzt mit dieser Scheibe visualisiert, das halbe-halbe, grau-blau, Zeiger nach rechts ist der Pluszustand. Pauli Z mal angewandt auf den Basiszustand 0, was wird da wohl passieren? Nix, ne? Der Nullzustand bleibt der Nullzustand und in der Tat passiert nichts. Also hier können Sie an diesem Tool nachvollziehen, was diese einzelnen Gatter tun. Jetzt kommt die erste Aufgabe. Habe ich hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das sind alle Ein-Qubit-Gatter, speziellen Ein-Qubit-Gatter, die wir eingeführt hatten. Und Inputs sind jetzt diese vier wichtigsten Zustände 0, 1, Plus und Minus. Und Sie sollen sich mal überlegen, einmal theoretisch anhand des Kreismodells und einmal auch mit Hilfe des Composers, können Sie es entweder nachprüfen oder ausprobieren, dass Sie sich mal überlegen, was dann rechts jeweils rauskommt. Also ich zeige Ihnen mal kurz die Auflösung. Fangen wir mal hier mit der Wirkung des Pauli-X-Gatters an. Wir hatten ja schon erwähnt, ne? 0 und 1 werden vertauscht. Deswegen nennt man das ja auch die quantenmechanische, das quantenmechanische Not. Ne? Die beiden Zustände auf der Ost-West-Achse, die bleiben unverändert, wenn man an der Ost-West-Achse spiegelt. Also Plus, Plus bleibt Plus und Minus bleibt Minus. Bei dem Y-Gatter ist es so, da wird ja alles um 180 Grad gedreht. Das heißt, die 1 wird auf die 0 wird auf die 1 gedreht, die 1 wird auf die 0 gedreht. Insofern ist es wie beim Pauli-X. Aber der Pluszustand wird ebenfalls um 180 Grad gedreht und landet bei Minus. Und Minus wird gedreht und landet bei Plus. Na, es wird alles sozusagen zyklisch durchgetauscht. Beim Z-Gatter ist es so, 0 und 1 werden durch eine Spiegelung an der Nord-Süd-Achse nicht verändert, aber Plus und Minus werden vertauscht. Ja, das heißt, wir haben jetzt oben bei 0 und 1 keine Veränderung, bei Plus und Minus haben wir gerade einen Tausch. Wenn man das durchspielt auf dem Quantencomposer, dann ist zum Beispiel, wenn man jetzt die 1 in den Basiszustand 1 in ein Z-Gatter laufen lässt und dann steht hier, kommt sie wieder im Basiszustand 1 raus, aber in der grafischen Darstellung, in dem Tool, hat der Zeiger plötzlich eine andere Richtung. Das kann ich auch hier kurz mal illustrieren. Also wir haben jetzt hier oben in dem obersten, für das oberste Qubit, haben wir ja hier durch das Pauli-X erstmal den Basiszustand 1 erzeugt. Und wenn wir den jetzt nochmal in ein Pauli-Z-Gatter reinlaufen lassen, dann bleibt das blau, komplett blau, aber dieser innere Zeiger, der zeigt nach links jetzt. Das ist eine kleine Finesse,
die ich jetzt noch nicht erklären kann, weil uns die Mathematik noch fehlt dafür. Das werde ich in 2 Wochen Ihnen erklären können, ist aber berücksichtigt hier auf diesem Schaubild durch eine Bemerkung ganz am Ende bis auf sogenannte Phasenfaktoren. Das sind Vorzeichen vor diesen Zuständen. Dann ist also, wenn wir später sehen, später werden wir diese Zustände identifizieren mit Vektoren in einem Vektorraum. Und diese Vektoren bekommen ein Vorzeichen oder allgemeiner sogar eine komplexe Phase. Ja? Und der Zustand 1 und der Zustand minus 1, die liefern dieselben Messergebnisse. Wenn man jetzt an diesem Qubit eine Messung durchführt, dann in der beliebigen Richtung, dann haben Sie in beiden Fällen dieselben Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Messausgänge. Ist also bei einer Messung nicht unterscheidbar. Aber es gibt diese mathematische Unterscheidung mit dem Phasenfaktor oder in diesem Fall einfach nur ein Vorzeichen. Das ist die sogenannte Phase. Und die wird durch diesen Zeiger angedeutet. Ja? Ist etwas, da muss ich Sie leider noch für eine genauere Erklärung vertrösten, aber es ist super, dass Sie das bemerkt haben. Ja? Ja, jetzt habe ich hier auch schon aufgelegt das Ergebnis für das Hadamard-Gatter, diese Spiegelung an der Diagonalen. Und da sehen Sie, 0 wird auf Plus abgebildet und umgekehrt Plus auf 0. Und 1 wird auf Minus abgebildet und Minus auf 1. Das heißt, letztlich wird die 0-1-Basis abgebildet auf die Plus-Minus-Basis und umgekehrt. Und das ist ja auch genau das, was in dem BB84-Protokoll das Lambda-Halbe-Plättchen geleistet hat. Das hat umgeschaltet von der Plus-Basis auf die X-Basis oder in unserer alternativen Sprechweise von der 0-1-Basis auf die Plus-Minus-Basis. Gut, also die erste Aufgabe, die hatten wir eigentlich jetzt auch schon gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt direkt zur zweiten über. Sie heißt Gatteridentitäten, das heißt Hintereinanderschaltung von bestimmten Gattern entspricht immer einem anderen bestimmten Gatter. Das sollen Sie herausfinden. Das heißt, sollen Sie hier für zweimal das Hadamard-Gatter hintereinander schalten, herausfinden, dann für HXH und so weiter. Und da man das in diesem Kompost ein bisschen schlecht sieht, sollten Sie das erst im Kreismodell machen. Da sieht man das besser, was auf der anderen Seite dieser Identität hier steht. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, also anstatt dieser 4 Zustände zu nehmen, die wir bis jetzt hatten, können Sie auch mit dem Composer, mit diesem RY. Und Sie sehen schon, also wenn man mit der linken Maustaste auf dieses RY draufklickt, dann kommt oben dieses kleine Symbol mit dem Bleistift. Und das RY, das bewirkt eben eine Rotation um die Y-Achse. Und da können Sie beliebige Winkel einstellen. Also wenn Sie mal von 0, 1, plus, minus weg wollen, dann können Sie sich da einen Zustand Ihrer Wahl einstellen und eben mit diesem Zustand diese Identitäten verifizieren, die Sie vorher halt im Kreismodell herausgefunden haben. Als erstes hatten wir zweimal Hadamard hintereinander. Im Kreismodell können Sie sich klar machen, wenn Sie zweimal an derselben Achse spiegeln, dann wird das Ergebnis wieder rückgängig gemacht. Und das ist einfach die Identität. Das ist so, als würden Sie nichts tun. Zweite Aufgabe war Pauli X, so sandwiched zwischen zwei Hadamards. Da haben Sie also erst eine Spiegelung an der Diagonalen, dann die Spiegelung an der Ost-West-Achse und dann nochmal die Spiegelung an der Diagonalen. Wenn Sie sich das im Kreismodell bildlich vorstellen, ist das äquivalent zu einer Spiegelung an der Nord-Süd-Achse. Und das können Sie auch mit verschiedenen
Zuständen durchspielen in diesem Quantum Composer. Und das Dritte, das ist völlig analog zu dem vorhergehenden Beispiel. Im Grunde können Sie es zurückführen auf die beiden vorhergehenden Identitäten. Denn Sie können sich vorstellen, Sie nehmen die mittlere Identität und schreiben jetzt nochmal links und rechts jeweils eine extra Hadama dazu. Dann haben Sie auf der rechten Seite HZH und auf der linken Seite haben Sie HHXHH. Aber HH macht ja nichts, ist ja die Identität und bleibt nur noch X übrig. Also so könnten Sie sich das schnell erschließen oder Sie stellen es sich wieder bildlich vor. Im Kreismodell kommt jedenfalls Pauli X heraus. Und so sind also verschiedene Gatter nicht völlig unabhängig voneinander, sondern es gibt Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Gattern. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne ein weiteres Spielzeug zeigen und das können wir vielleicht so ein bisschen übergehen lassen, auch in die Pause, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Vielleicht können Sie ja in der Pause, wenn Sie nicht aufs Klo gehen müssen, ein bisschen spielen. Es gibt eine sehr schöne App, auch von IBM, die heißt Hello Quantum. Gibt es für Android und auch für iPhone. Also wenn Sie da in den App Store gehen und nach Hello Quantum suchen, dann müssten Sie diese App finden. Ich will ganz kurz erklären, wie das grafisch aufgebaut ist. Also das sind zwei quantenmechanische Bits dargestellt. Hier ist das eine, das ist diese untere Diagonale. Und dann, das ist wie so ein V angeordnet. Ne? Und dann rechts davon, sozusagen mit entgegengesetzter Steigung, ist das zweite Qubit. Und der Zustand des Qubits ist auch wieder grafisch kodiert, wobei also der Basiszustand 0 so dargestellt wird, wie da oben am Nordpol angedeutet im Kreismodell. Also praktisch der untere Kreis ist schwarz ausgefüllt und der Basiszustand 1 unten am Südpol, da ist der untere Kreis weiß ausgefüllt. Das heißt, in diesem konkreten Puzzle, das Sie auf der linken Seite sehen, das linke Qubit ist im Basiszustand 1. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Zustände, das entspricht den Plus- und Minuszuständen. Da ist dann von den beiden Kreisen der obere ausgefüllt, entweder schwarz oder weiß. Schwarz ist der Pluszustand, weiß ist der Minuszustand. Das heißt, das zweite Qubit, das Sie hier in dem Puzzle sehen, das so schräg nach rechts weggeht, das ist jetzt im Minuszustand. So, jetzt müssten Sie alle hier live sehen, das erste Puzzle auf dem ersten Level. Ja. Und das Ziel des Spiels ist es, durch Anwendung von Gattern den Zielzustand zu erreichen, der hier links oben abgebildet ist als Target. Also der Zielzustand sind diese drei schwarzen Punkte unten. Und das erste Puzzle ist jetzt natürlich ist trivial, das ist babyleicht. Da ist nur eine einzige Art von Gatter freigeschaltet, nämlich das X-Gatter. Was macht das X-Gatter? In der 0-1-Basis bewirkt es ein Not, ne, eine Vertauschung von 0 und 1. Was müsste ich also tun, um jetzt das linke weiße Feld schwarz zu bekommen? Ich mache jetzt mal was Dummes. Das ist jetzt nicht die richtige Lösung. Ich wende jetzt mal hier das rechte X-Gatter an. Das wirkt also auf das rechte Qubit. Das rechte Qubit ist ja im Moment im Basiszustand 0. Ja, der untere Kreis ist schwarz ausgefüllt, Basiszustand 0. Wenn ich da das X-Gatter anwende, dann wird daraus der Basiszustand 1 und ist nicht das, was ich haben möchte. Okay, also das war jetzt dumm, mache ich wieder rückgängig. Und stattdessen wende ich jetzt mal das X-Gatter an auf das linke Qubit.
Und dann ist es almost perfect, weil ich diesen einen Zug verschwendet habe. Ja? Irgendwann wird dann, wenn Sie die ersten Baby-Puzzles gelöst haben, wird dann das Hadamard-Gatter freigeschaltet. So, und jetzt haben wir diese Ausgangssituation hier. Wir haben wieder denselben Zielzustand in unserem Puzzle, dasselbe Target. Und jetzt dürfen wir auch noch das Hadamard-Gatter verwenden. Das Hadamard-Gatter, was macht das? Das vertauscht 0,1 mit plus minus. Das rechte Qubit ist jetzt aktuell im Pluszustand. Also der obere Kreis ist schwarz ausgefüllt, heißt Pluszustand. Und in dem Target-Zustand müsste das aber der Nullzustand sein. Ja? Wie führe ich die ineinander über? Mit einem Hadamard. Ja, ich mache jetzt Hadamard. Plups. Perfect moves. Ja, das war jetzt auch wieder babyleicht. Ja? Fängt immer so einfach an. Und wird aber schrittweise komplizierter. Sie haben jetzt immer noch den gleichen Tagezustand. Jetzt haben Sie Hadamard und Pauli X. Jetzt gucken Sie mal. Das geht jetzt auch alles noch mit Hadamard. Also ich mache jetzt hier Hadamard, Hadamard. Perfect moves. Ja, ist also auch noch easy. Einen machen wir noch. Macht so Spaß. Kann ich nicht aufhören. Links Hadamard und rechts X. Sehr gut, genau. So, und das, jetzt dürfen Sie in der Pause weiterspielen und versuchen Sie doch mal in der Pause die ersten zwei Levels zu schaffen. Ja, denn hinterher, ganz am Ende der heutigen Vorlesung, habe ich dann noch zwei Spiele für Sie aus Level 3. Da kommen Sie aber nur hin, wenn Sie die Levels 1 und 2 geschafft haben. Sonst wird es nicht freigeschaltet. Ich zeige Ihnen mal einen ersten, recht banalen, aber einen allerersten Schaltkreis, der tatsächlich ein bisschen was Sinnvolles tut. Nämlich ein Schaltkreis zur Erzeugung von zufälligen Bits. Wir hatten ja auch im Zusammenhang mit dem BB84-Protokoll darüber gesprochen, wir brauchen echt zufällige Bits für einen sicheren Schlüssel. Und wie könnte man mit Quantengattern zufällige Bits erzeugen? Die Idee ist, zu sagen, wir starten mit einem Basiszustand 0, schicken den durch ein Hadamard-Gatter, dann entsteht ein Pluszustand. Wenn wir an diesem Pluszustand eine Messung durchführen in der Standardbasis, kommt mit Wahrscheinlichkeit jeweils ein Halb, 0 oder 1 raus. Und das ist ein perfekt zufälliges klassisches Bit. Das können Sie auch im Quantencomposer bauen. Also ich nehme hier mal das zweite Qubit, wo das Hadamard-Gatter schon vorbereitet ist. Und dann zeige ich Ihnen mal, wie man da die Messung einbaut. Also jetzt schiebe ich hier ein Messgatter dahinter. Und dieses Messgatter schreibt jetzt auf das klassische Bit ganz unten, diese doppelte Linie, das Ergebnis der Messung. Gleichzeitig wird auch der Zustand des Qubits verändert. Also wenn jetzt hier bei der Messung der Wert 1 herauskam, dann ist ja hinterher das Qubit im Basiszustand 1, im zugehörigen Basiszustand. Und das ist hier der Fall, denn das erkennen Sie hinten an den farbigen Scheiben. Da ist jetzt die Scheibe blau geworden. Ja, also das Ergebnis dieser Messung war jetzt 1. Ja, dahinter stecken natürlich auch Pseudo-Zufallszahlen. Man kann damit auch echte Quantencomputer ansteuern, das ist aber jetzt hier noch nicht der Fall. Das werden wir später auch noch tun, wenn wir Ihnen noch zeigen. Aber hier ist es jetzt erstmal nur eine Simulation. Das heißt, das sind jetzt auch nur so pseudo-zufällige Ergebnisse. Und sagen wir mal, die Zufälligkeit wird gesteuert durch diesen
was hier genannt ist Visualizations Seed. Ja, das ist hier die Zahl 2973. Wenn Sie das verändern, dann wird praktisch der Zufallszahlengenerator nochmal neu angeworfen und dann ändert sich auch das Ergebnis. Ich gehe jetzt einfach mal hier drauf und mache daraus mal eine andere Zahl. Und jetzt sehen Sie, ist plötzlich das Ergebnis gleich 0. Die Scheibe ist grau geworden. Jetzt mache ich hieraus mal eine 8. Es ist immer noch grau. Jetzt mache ich hieraus eine 9. Immer noch grau. Mache ich mal eine 85. Es ist wieder blau. Also indem Sie diesen Visualization Seed verändern, bestimmen Sie praktisch oder werden die Würfel neu geworfen und es kommt ein neues zufälliges Messergebnis heraus. Und da können Sie jetzt mal nachvollziehen, wie tatsächlich dieser Mini-Schaltkreis zufällig 0 und 1 erzeugt.